Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute packen wir mal wieder gemeinsam das Needful Things Paket aus, was zum 10. Mal bei mir Halt macht. Ja, was ist das Needful Things Paket? Das ist ein Wanderpaket mit allerlei brauchbaren, schönen Dingen in einer abgesteckten Mädelsrunde. Alle Mädels unten in der Infobox, und wir tauschen hier wirklich von Büchern über Düfte, über Kosmetik, über allerhand anderes, und wir sind eine ganz bunte Truppe. Und ja, es macht super viel Spaß, den anderen beim Auspacken zuzusehen und dann natürlich auch zu sehen, wie entwickelt sich dieses Paket. Gerade eben, finde ich, ist es ein ganz schönes Monster. Also ich empfinde es als wahnsinnig schwer. Ich bin sehr gespannt, was da drin so dieses Gewicht verursacht. Und ich packe euch ja alle Instagram- und YouTube-Kanäle der Mädels unten in die Infobox und auch die Playlist, wo ihr alle Videos, wenn denn die Teilnehmerin ein Video dreht, das dann auch sehen könnt. Also schaut da super gerne mal vorbei. Ja, es ist wirklich ein riesiger Karton hier neben mir. Ich weiß gar nicht, was mich hier so erwartet, aber er war auch echt schwer, muss man auch dazu sagen. Ja, wir starten obligatorisch mit dem Notizbüchlein, da schaue ich dann in aller Ruhe rein, da schreiben wir uns so ein paar Grüße rein oder auch mal die ein oder andere Info zu irgendetwas, und ja, da bin ich sehr gespannt und freue ich mich schon drauf, da reinzuschauen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ja, der Kater ist direkt schon am Start. Was haben wir hier? Gefroh. Eine Suppenpause Gute Beete und Suppenpause Tom Sawyer. Das finde ich sehr cool. Also ich bin tatsächlich ein großer Gefroh-Fan. Ich finde, die haben auch einige tolle vegane Sachen. Jetzt ist die Frage, ob das hier tatsächlich auch alles vegan ist, weil sonst wäre das nicht für mich. Wobei, ich bin tatsächlich kein großer Tomatensuppen-Fan. Also ich esse zwar super gerne Tomaten oder auch eine Tomatensauce, also eine Bolognese zum Beispiel oder eine Arrabbiata, aber ich bin sonst kein so Tomaten-Fan. Dementsprechend dürfte die Tomatensuppe weiterwandern. Und für mich sieht die Rote Beete-Suppe auf jeden Fall vegan aus, zumindest so jetzt auf dem ersten Blick. Und die, glaube ich, darf da bleiben. Die gießt man einfach in einer Tasse mit 200 ml kochendem Wasser aus, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Ist mal was für eine schnelle Mittagspause. Das packe ich mal auf dem Vielleicht-Stapel. Und jetzt versuche ich euch das mal ganz kurz zu zeigen. Dass das gar nicht so einfach ist mit dem Unpacking, ne? Also man hat hier schon wirklich harte Arbeitsmaßnahmen. Ich muss den Kater jetzt tatsächlich ein bisschen runterschauen. Komm mal, mein Schatzi. Schau mal, ha? Das ist doch viel besser, wenn du dich auf die andere Seite setzt. Vielen Dank. Ja, Kochen mit der Gau. Lecker durchs Jahr von Annika Kastner. Inklusive Seiten für eigene Rezepte. Habe ich noch nie gesehen. Findest du die Best-of-Rezepte meiner digitalen Kochbücher? Eine Hommage an meine treuen Leser und jene, die es werden wollen. Außergewöhnliche Zutaten. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht so der größte Fan von haptischen Kochbüchern. Und es ist hier ja wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, dann auf vegan umzuswitchen. Dementsprechend darf das weiter wandern. Was haben wir hier? Wenn es regnet, suche nach dem Regenbogen. Wenn es dunkel ist, suche nach den Sternen. Ein wunderschönes Sprichwort. Ah, das ist ein Bücher-Tagebuch sozusagen, was man gelesen hat. Finde ich also mir persönlich fast eine Spur zu groß in diesem DIN A4. Aber man hat natürlich wirklich wahnsinnig viel Platz, wenn es so darum geht, eine Bewertung aufzuschreiben. Ich hatte ja selbst mal so ein Buch der Bücher, wie ich es genannt hatte. Und ich habe davon bestimmt auch noch 10 Stück da. Habe aber tatsächlich das mal so 1-2 Jahre durchgezogen, und ja, ich mache das tatsächlich nicht in Papierform, in der Buchform, sondern alles digital und natürlich dann auch in Videoform. Dementsprechend darf das weiterwandern. Ha, was haben wir hier? Knosé, eine Juwelerie. Ich glaube, das habe ich schon mal. Was habe ich gesehen? Ah, ein Traumfänger. Ah, sowas habe ich im Auto, in Blau. Sehr cool. Dann haben wir hier eine Vase. Also eine Vase irgendwie an einer Kette, ja, oder, ach nein, das ist ein Heißluftballon, sehr süß, aber an der Kette finde ich ein bisschen strange. Ach, wie schön. Oh, ich glaube, den behalte ich. Ein kleines Edelsteinchen mit einer Katze. Mal gucken, könnte so in den Geldbeutel so ein bisschen als Handschmeichler passen, das finde ich gut. So als Katzen-, Hunde-, Tierfan, ne? Und dann haben wir hier noch einen kleinen Beutel, was wird sich darin befinden? Ah, das ist so ein Anhänger. Ah, okay, sieht aus wie so ein Giftmischergläschen. Ja, aber nicht ganz meins. Ich trage nur noch sehr, sehr selten Silber. Aber ja, die Katze, die darf erstmal hier bleiben. Da packen wir das mal hier wieder rein.
Aber sehr schön, dass wir hier so eine extra Verpackung haben. Also sehr liebevoll immer eingepackt von den anderen. Ja, nächstes Täschchen. Ah, da kommt die Teeausbeute. Da werde ich auf jeden Fall mal in Ruhe dann reinschauen und vielleicht was zum Probieren rausnehmen und auch neue andere Sorten dann hineinlegen. Dann haben wir hier, ich vermute, ein Notizbüchlein in karierten Seiten. Also ich finde es tatsächlich ganz süß mit diesem Fliegenpilz. Ich habe aber, ich glaube, das Problem von sehr vielen, zu viele Notizbücher. Juno and me, oh happy days. Organic Cotton Tampons. Ach, Tampons. Ja, aus dem Game bin ich raus, aber finde ich sehr cool, dass die chlorfrei sind. Finde ich sehr schön. Also echt cool, dass sowas dabei ist. Und ja, finde ich schön, dass es auch sowas gibt, dass auch da über Nachhaltigkeit in diesem Hygienebereich nachgedacht wird. Water Reserve. Ein Leuchtturm. Finde ich total cool. Also man gibt da scheinbar Wasser rein. Oder wie funktioniert das? Pflanze nochmal gießen. Und dann Wasserreservoir für bis zu 4 Tage. Aha, das ist ja spannend. Also dann gießt man das nochmal. Das finde ich gar nicht so doof, wenn ich ehrlich bin. Das muss ich mir mal überlegen. Gerade wenn ich doch mal immer so ein paar Tage weg bin und gerade meine Monstera im Wohnzimmer, die trinkt wahnsinnig viel, obwohl das ja sehr untypisch ist für die Pflanze. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, dann haben wir hier eine kleine Liebe-Ist-Box. Memos-Spiel für Verliebte. Okay, da sind sogar noch 20 Cent drin. Das finde ich sehr cool. Also wenn einer nicht mit einem spielen will, dann kann man ihn direkt auch noch bestechen. Ja, also auch aus diesem Game bin ich raus. Von daher darf das weiter wandern. Was haben wir hier? Oh, also wir haben Haarbänder. Also trage ich jetzt mit meinen kurzen Haaren wirklich gar nicht mehr. Ich habe noch das eine schöne Band damals dran gedacht. Habe mir damals, da waren die Haare noch ein bisschen länger, dann auch eins besorgt. Aber nicht so wirklich was für mich. Auch Gürtel eher nicht so mein Gebiet. Was kommt hier? Oh, eine schöne Brosche. Nein, Haarklammer wahrscheinlich. Finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Aber wüsste gar nicht, wann ich das irgendwie tragen sollte. Was kommt dann als nächstes? Hier haben wir was sehr glasiges. Oh, eine Duftkerze von Glade. Beach Days and Wave. Oh, das riecht aber irgendwie nicht gut. Was ist das? Duftmote von Sommer. Brise und Meersalz. Nee, also das ist tatsächlich nicht mein Duft. Also ich glaube, es wäre ein ganz toller Badduft. Also wenn man im Bad sich eine Kerze hinstellen würde, das mache ich aber gefühlt nie, dann wäre das, glaube ich, gar kein schlechter Duft. Aber so ist das leider nicht mein Duft. Geht das hier duftelig weiter? Ah ja, hier kommt noch ein kleines Glas. Blush Bouquet von Yankee Candle. Ah, der hat so einen sehr starken Rosenanteil. Ach, leider nicht so meins. Aber so kleine Kerzen finde ich tatsächlich immer mal schön, dass man die einfach mal zwischendurch auch anmacht und es nicht so lange braucht, bis das poolt und sowas. Wobei das ja unter unseren Kerzen gar nicht so, ja, Clean Cotton. Leider nicht mein Duft. Ja, und ich weiß auch direkt wieder, warum. Boah. Also wenn es so extrem nach Weichspüler und so Dufte, Kleiderdüfte, Kleidungswaschmaschinendüfte, Waschmittel, Weichspülerdüfte, da bin ich leider raus, das ist nicht so meine Welt. Wie geht's denn hier weiter? Das ist echt ein buntes Paket. Ah, eine Glasflasche, The Albatross. Sehr schön, aber ähnlich wie mit Notizbüchern, sowohl Plastik als auch Glasflaschen. Habe ich tatsächlich genug, dementsprechend darf sie weiterziehen, obwohl sie wirklich schön ist. Also gerade mit dem Glas. Oh, was haben wir hier? Von Ivy and Lane Coconut Blush. Was ist das? Aber das ist ein Spray. Oh, ja, Kokosnuss, ne? Das ist ja absolut meins, wobei ich noch nicht weiß, was dieser Blush ist. Ist das Frake? Also ein Body Mist. Oh, das ist echt ein schöner Duft. Ich glaube, den muss ich mal an mir ausprobieren, mal so einen Sprüher. Und dann könnte das tatsächlich was sein, was ich cool finde. Und ich sehe schon, warum dieses Paket hier so ansatzweise so schwer ist, weil hier echt wahnsinnige viele Bücher drin sind. Dann haben wir hier Baklava. Das ist ja cool. Of Honey and Nuts. Thym Honey from Kos Island. Ja, Baklava grundsätzlich finde ich cool. Habe ich früher sehr gerne gegessen, aber hier ist tatsächlich der Honig ein bisschen das Problem. Und was haben wir hier? Mellow Macarona.
mit Cinnamon and Walnut, aber ebenfalls mit Honig. Leider auch nicht für mich. Finde ich super spannend. Also richtig cool, dass wir hier auch Lebensmittel drin haben. So, jetzt kommen schon irgendwie Bücher. Ich wollte die Bücher... Okay, wir machen die Bücher einfach jetzt, wenn sie halt drankommen. Wir haben himmlische Küche. Ah, okay. Für den herrlich delikaten Hochgenuss. Ist schon cool gemacht. Also optisch richtig schön. Und wir haben hier auch noch die Vampa-Küche. Also die düstere Küche. Also es ist eine coole Idee, aber das Thema zum Thema Kochbuch, hatten wir gerade schon. Und auch nochmal unsere Herbstküche. Kreative Kochideen für die ganze Familie. Also sehr coole Idee, dass es auch sowas gibt, aber leider nicht für mich. Dann geht's mit einem Thriller von Bernhard Eichner weiter, Bösland. Bin ja nur sehr selten der Thriller-Leser. Und wenn es hier schon anfing, er hing an dem Gürtel, mit dem er mich immer geschlagen hat, da habe ich direkt Bilder im Kopf. Das schaffe ich tatsächlich nicht. Also da bin ich manchmal doch zu zart gesagt. Ja, wie komme ich hier als am dümmsten weiter? Mit einer Makramee-Markttasche. Und die macht man auch selbst. Bastel dich glücklich. Das finde ich gar nicht mal so doof. Habe ich die Geduld für Makramee? Brauche ich so eine Markttasche? Was könnte man mit der Markttasche noch machen? Ich gehe so selten auf den Markt. Ich muss mal, da gehe ich mal in mich. Dann haben wir hier diese coole Box. Die war gleich beim letzten Mal auch schon mit dabei. Ah, noch mehr Kerzen. Und zwar haben wir hier Vanilla Blossom. Ja, leider sehr vanillig. Dann haben wir hier Seife, Handmade. Oh, das finde ich natürlich spannend. Das ist die Frage... Was ist das für eine Seife? Weil grundsätzlich finde ich so handgemachte Seifen eigentlich richtig cool. Da sind auch noch einige andere drin. Ich hätte mir ein paar Infos gewünscht. Vielleicht frage ich in der Gruppe einfach mal, was es mit den Seifen auf sich hat. Und dann ist hier noch eine Wachsmacherei Tonga-Bohne Deep Sleep. Das sind so Stückchen hier irgendwie drin. Freue ich mich, das auch zu machen. Ja, ich glaube, wegen der Seife werde ich mal in der Gruppe fragen, was das für Seifen sind, weil so gerüchlich finde ich die gar nicht mal schlecht. Oh, nee, Tonga-Bohne ist leider nicht meins. Je nachdem so ein bisschen, was da auch drin ist. So, zum Händewaschen finde ich das gar nicht so verkehrt. Ist halt ein festes Produkt, ist auf jeden Fall immer ein bisschen nachhaltiger. Schaut mal, dass ich das hier reinbekomme. Aber mit den Seifen, das muss ich mir irgendwo hinlegen und mal fragen. Nicht, dass da was Komisches drin ist. Dann die nächste Box. Le Grand Hotel Coconut. Ah, okay. Wie geht's hier weiter? Mit Hobby Idea. Irgendwelchen Stickern. Wahrscheinlich kann man die auf Stoff oder irgendwie was kleben. Dann haben wir eine Sonnenbrille. Habe ich tatsächlich auch viel zu viele. Dann haben wir hier zwei Düfte. Nochmal Duftwachs. Und zwar einen Einhornduft. Ich kann mich erinnern, dass der, glaube ich, nicht gut gerochen hat. Genau, so habe ich den Duft in Erinnerung, weil ich habe den auch nur mal wegen dem Einhorn gekauft und dann ist der, glaube ich, auch weiter gewachsen. Gewandert Birthday Wishes von Scentsy. Der gefällt mir ganz gut, aber da ist irgendwas in der Nebenduftnote. Aber es ist theoretisch wahrscheinlich einfach nur der Kuchen. Ich weiß nicht so ganz, dass er mich überzeugt. Schade, aber... Kann auf jeden Fall mal weiter. Dann haben wir eine To-Do-Liste. Tatsächlich mache ich To-Do-Listen nur noch auf so abwischbares Papier. Also ich habe so einen Notizblock, der so mit Folie, also das ist direkt vom Bambus, irgendwas habe ich den bestellt. Und da führe ich meine To-Do-Liste, weil wenn erledigt, kann ich das einfach löschen. Akustik-Gitarrenseiten. Würde ich Gitarre spielen, fände ich das auf jeden Fall cool. So brauche ich es leider nicht. Dann von Emporio Armani, Lei Ella, She Ella. Es ist wahrscheinlich irgendein Duft. Ach ja, bei so High-Fashion-End-Produkten bin ich leider nicht so dabei, wegen Tierversuchen. Nochmal ein Notizheftchen, diesmal dotted. Auch ein ganz cooles Format, aber da sind wir bei dem Thema. Habe ich genügend? Rituals, Ritual of Sakura. Das ist ein Home-Parfüm. Das wäre von der Größe eigentlich schon ganz schön für Bad, Toilette, ne? Ich glaube, da überlege ich mal. Dann zwei Nagellacke von Essie.
leider gar nicht meine Farben und auch Essi eher so bedenklich. Dann haben wir hier eine Tomatensuppe. Wohl eher nicht, das habe ich vorhin schon erklärt, dass ich kein Tomatensuppenfan bin. Dann ist eine Lidschattenpalette von mir zurückgekommen, aber nicht schlimm. Und dann haben wir hier die Lash Princess Mascara. Leider nicht wasserfest. Finde ich ganz cool, weil ich benutze die auch sehr gerne von Essence. Aber bei mir sind die eigentlich alle wasserfest. Einfach vor dem Hintergrund, weil ich ja auch Kontaktlinsen trage und da jedes Tränchen, was dann irgendwie Mascara ins Auge bringen könnte, und ich bin ja sehr nah am Wasser gebaut, das passiert auch mal überraschend, dass ich in Tränen ausbreche oder gerade im Sommer, man schwitzt, ne? Und dementsprechend verwende ich tatsächlich nur wasserfeste Mascara. Ja, von daher habe ich das mal raus. Waren da auch noch die Seifen drin? Nein, ich glaube nicht. Jetzt muss man das so im Auge behalten, was man wo irgendwie rausgenommen hat. Aber das kann erstmal dahin. Meine Palette ist da oben hin. Da liegt sie gut. Dann geht es weiter mit der nächsten Box. Schon sehr weihnachtlich. Ah, da haben wir noch mehr Düfte. Und zwar Scentsy Appleberry. Nee, gefällt mir nicht. Da hat weder was von Apfel noch von Beeren. Dann Cheerful Candle Moonlit Walk. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Ja. Ja, das war so ein Männerduft, wo man nicht möchte, dass ein Mann danach riecht. Und dann ein Disney-Duft. Twitter Petted mit Bambi. Ein Film, den ich nur zweimal gesehen habe und danach sehr verstört war. Aber den finde ich gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht breche ich mir da mal ein Stückchen raus. Vielleicht gar nicht so schlecht von der Idee. Dann Glücksspiel. Das ist so eine kleine Tüte. Rieche ich tatsächlich fast gar nichts. Okay. Dann Rendezvous. Fände ich nicht schlecht, ne? Gerade habe ich gesagt, im Spiel bin ich raus. Oh, aber der ist schön. Oh, der ist schön. Der bleibt da. Der gefällt mir richtig gut. Dann Duft Tresor Wood. Ach nee, da riecht der Wald schon aus allen Ecken und Kanten. Okay, ja, aber ein bisschen was an Düften habe ich ergattert. Das nimmt überhaupt kein Ende, das ist ja irre. Ja, okay. Ah, ein Buch, das finde ich cool. Das habe ich tatsächlich auf der Wunschliste von Lisa Brenk, Triumph der himmelblauen Nacht. Ich glaube, das darf bleiben. Eine zauberhafte, verträumte Erzählung über die Suche nach dem, was uns im Innersten ausmacht. Ist auf meiner Wunschliste, ist richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht von Lisa tatsächlich kommt. Ich glaube, so vom Lesetechnischen würde es zu Lisa am besten passen. Da freue ich mich drauf. Das ist echt cool, da freue ich mich sehr drüber. So, da geht's, glaube ich, weiter. Verrufene Tiere, ein Bestiarium menschlicher Ängste von Stefan Wunsch. Puh, ja, das ist natürlich... Oh, das sieht schon sehr... Was geht uns Tiere an? Ach, da geht es also um Tiere. Was wir zusammenfabeln von gefährlichen und bösen Risiken und geheimnisvollen Tieren der Ferne, in der Tiefe, in der Nacht, das sind Geschichten, die aus unseren Dämonen gemacht sind. Es geht um Haie, Spinnen, Schlangen, Hyänen, Quallen, Geier, Fledermäuse, Wespen, Kraken und Affen. Also, ja, theoretisch ist das wichtig, dass man darüber aufklärt, was ein Hai, also eigentlich für uns... viel harmloser ist als umgekehrt. Aber ich lese nur Spinnen und denke, nein, dazu möchte ich nichts lesen. Oh, da kriege ich direkt ins Out. Ja, dann von Ja Gyasi, ein erhabenes Königreich. Besticht durch die genaue Beschreibung alltäglicher Erfahrungen. Der Text klingt nach in einer Zeit des Umbruchs und der Ungewissheit. Eine wirklich große Erzählerin. Fürchtete Gifti ihre Mutter, deren Glauben ihr die Kraft zu geben schien, alles Schwere zu überwinden. Doch selbst in ihrer Gemeinde blieben Mutter und Tochter als schwarze Außenseiterin. Zerwachsene Frau, die überprüfbare Fakten der Wissenschaften. Das klingt sehr schwer. Ich glaube tatsächlich zu schwer. So für mich, ja. Aber wichtig. Gar keine Frage. Wichtig, aber zu schwer. Was haben wir hier? Lazy Days. Ist das eine Brotzeitbox? Gibt es da einen Trick? Ah. Okay. Ja, Steffi wird hier vor Rätseln gestellt. Vermutlich kann man die jetzt auch noch aufmachen. Also grundsätzlich finde ich das tatsächlich gar nicht schlecht. Gerade wenn man auch unterwegs ist und... Ah, okay. Also man hat hier oben... Wieso geht das? Bin ich so doof? Kriege ich das einmal nicht auf? Ich stelle mich scheinbar echt um an. Aber hier ist die Öffnung und dann...
Muss man das nach und nach aufmachen? Also, ja, ich vermute, dass sich hier drin eine große Fläche befindet und hier zwei kleinere Flächen. Aber ich bin, also vielleicht gibt es da auch einen Trick. Ich vermute mal, es gibt einen Trick, der ganz einfach ist, wenn man es weiß, wie es geht. Steffi findet es noch raus, wenn es kaputt ist. Nee, ich krieg's nicht. Ich krieg's tatsächlich nicht auf. Bin echt zu doof. Also das hier hat sich ja leicht öffnen lassen, aber... Ah, ich hab's. Okay, also man öffnet hier und öffnet dann die Seite. Ich finde das echt cool. Muss ich ehrlich gestehen. Ah, und hier sogar noch was drin. Und zwar irgendwie Blumen. Okay. Aber die Box, ich finde die gar nicht schlecht. Und ich finde die auch mit dem Lazy Day cool. Ich pack die mal auf vielleicht. Weil ich dieses Getrennte tatsächlich ganz cool finde. Also es ist echt irre. Ich sehe hier eine Handyhülle für ein iPhone 7, 8. Habe ich leider nicht, aber coole Idee. So, was haben wir hier? Cardboard Pattern. Also ja, Papier, wo man sich Karten draus machen kann, das gleich so irgendwie geschmückt ist. Eher nicht so meins. Ich weiß eigentlich auch nicht mehr hin. Ah, jetzt kommen unsere Ausmal. Queens. Anka hat das hier auch für sich entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier auch einfach so ein paar einzelne Seiten rausnehmen können. Love, travel with love, vermutlich. Sehr cool. Okay, hier sind auch so ein paar Karten. Also auch direkt so ein paar, also verschiedenste Motive, die dann eben auch so eine Kartenform zum Beispiel haben. Das lässt sich so schwer schleich zeigen. War einmal so eine schlechte Idee. Donut Touch Touch, das ist fantastisch. Papers in Snow and Silver. Ah, auch das ist ein Notizbuch, was hier so einen silbernen Farbschnitt hat. Aber ja, wir sind wieder beim Thema Notizbücher. Dann gibt es Bücher. Ein Drache. Ja, da ist doch die Steffi bestimmt dabei. Von Liane Mars, Funkenmagie, Farbenspiel der Macht. Mit einem sehr schönen Buchschnitt, muss man sagen, aus dem Drachenmond Verlag. Lass die Funken in dein Herz. Ach, zwei kleine Drachen und sich selbst am Leben zu erhalten. Doch dann wird auch noch das Schloss belagert, in dem sie als Kaminkehrerin arbeitet. Doch Emons Herz... Also ich muss da gar nicht so viel lesen, es ist ein Drachen drauf. Ich glaube, das ist... Es könnte mein sein. Dann ein Nachwasser oder Nackt? Nee, Nachwasser vermutlich. Diese Unmöglichkeit, ein Bett auf einem Strand aus Wörtern aufzustellen, dies ist Dichten, Verschiebung, Rast, Trost. Okay. Ich verstehe. Das ist theoretisch ein Gedicht oder ein Essay. Leider nicht so meins. Dann geht es weiter mit Das Erbe der Menschheit und andere Geschichten aus dem Chinesischen übersetzt. Dieser Band versammelt Geschichten der chinesischen Science-Fiction-Autorin Qi Hui. Die Welten, die sie entwirft, werden von riesigen Käfern, hyperintelligenten Ratten, bösen Piraten und artifiziellen Menschen bewohnt und verraten. Dabei so einiges über das Erbe der Menschheit. Willkommen in der Zukunft. Und sind das hier? Okay. Habe ich noch nie gesehen, sogar mit Bilder. Ha? Noch nie gesehen, noch nie gehört. Auch von der Autorin gefühlt noch nie was gesehen, gelesen, mitbekommen. Also wenn die doch ins Deutsche übersetzt wird, müsste man doch eigentlich meinen, das erfährt man. Aber ja, nicht so meins. Oh, geht's ja weiter mit Drachen? Nein. Glutmädchen von June Winter, Flamme der Highlands. Oh, die Highlands. Auch super schöner Buchschnitt, muss man echt sagen. Ich kann küssen, wen ich will. Das ist so nicht richtig. Dem Gesetz nach gehörst du mir. Also eigentlich bin ich schon raus. Lair MacLeod wächst unter dem grausamen Gesetz des schottischen Königs auf, das junge Frauen nach 22 Wintern an den meistbietenden Laird verkauft. Um zu verhindern, dass ihre Schwester in einem anderen Clan übereignet wird, bietet Lair bei ihrer Auktion mit. Ein Recht, das nur einem Mann zusteht. Aussichtslos muss sie ihren Late Caelan MacLellan um Hilfe bitten und eine Abmachung mit ihm eingehen. Ihr Körper gegen das Leben ihrer Schwester. Nein, das am Ende verlieben die sich und es nimmt alles ganz wirre, merkwürdige. Ja, was haben wir hier? Vermutlich einen Schal. Leider nicht so ganz meine Farben.
Dann ist hier was für Lisa und was für Susanne. Das lassen wir auch drin. Was haben wir hier? Ich sehe wirklich, die Maler sind unter uns gegangen. Watercolor Paint. Metallic. Das ist ja cool. Habe ich schon mal mit Wasserfarbe gemalt, außer halt in der Schule, im Kindergarten. For Sparkling Effect. Inklusive Watercolor Pinsel. Ich glaube, das überlege ich mir mal. Vielleicht gehe ich auch noch unter die Ausmaler. Oh, was haben wir hier? Ein Kaktus. Hier ist auch noch Zeug drin. Einen Kaktus. Das ist ja cool. Sind das zwei Kakteen? Moment, ich glaube, hier ist noch sowas drin. Das ist ja mega. Ich finde die Hammer. Also das sind, glaube ich, meine Kakteen. Die passen einfach perfekt. Die schreien förmlich, Steffi. Und dann irgendwie ein schönes, cooles Windlicht rein. Danke. Beide meins. So, was war aber hier drin? Hammer Bügelperlen. Okay. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Leider habe ich auch gar keine Form dafür. Das ist fast ein bisschen schade. Ich glaube, die beiden haben jetzt zu dem Kaktus gehört. Was haben wir hier? Eine Schlafmaske benutze ich nicht. Also die Vorstellung, nachts aufzuwachen und man sieht nichts. Und dann nochmal so ein Stirnband und ein paar Emoji. Finde ich tatsächlich ganz süß. Könnte man mal drüber nachdenken. So, das kann hier rüber. Und es sind immer noch kein Ende, Leute. Wir sind hier schon bei einer guten halben Stunde. Under the Sea, nochmal ein Karton. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles wieder einpacken soll. Ich glaube, Anka hat hier wirklich Tetris gespielt. Was ist das? Hutch and Patch, Musselin-Turban. Also besonders gut geeignet, definitiv würde ich sagen, für Mädels mit längeren Haaren, auch mit lockigen Haaren, so ein Turban wirklich Gold wert. Also für alle, die nach mir kommen und längere Haare haben, sehr empfehlenswert. Was haben wir hier? Wir haben Perlen zum Aufkleben, Steinchen zum Aufkleben, ein Duftsäckchen, ein Seifensäckchen, da habe ich, glaube ich, selbst gut eine Handvoll zu Hause. Dann haben wir Düfte. Blissful Moments. Also manchmal, weiß nicht, ob es an meiner Nase liegt, aber so wenn es so übersauer wird, ist das nicht meins. Wish Upon a Star. Ich finde, es hat auch so ein bisschen einen parfümigen Touch. Nee, gefällt mir tatsächlich auch nicht. Sehr schade. Dann ist die zweite Lidschattenpalette von mir zurückgekommen. So, was haben wir hier noch? Ah, oh, Golden Harry Potter. Habe ich aber alle. Dementsprechend können die weiter wandern. Dann von Laura Geller ein Lidschatten-Duo. Und das ist ein Highlighter. Ja, beides nicht so meins. Dann nochmal ein Nagellack von Manhattan. Und einen in so einem Matschton, also gar nicht meine Farbe. Dann ist das, glaube ich, auch mein Highlighter, der zurückgekommen ist. Auch nicht schlimm. Und dann wahrscheinlich noch mal eine Lidschattenpalette. Die hat Fell. Die hat echt Fell. Die ist pink. Oh, aber ja, nur so bedingt meine Farben. Ja, leider nicht so meins. Auch das Fell würde mich, glaube ich, irritieren, wenn ich die anfassen würde. Aber cool. Also ich, na, Paletten, ich glaube, 2, 3 von uns sind ja da definitiv auch so ein bisschen kosmetiktechnisch unterwegs. Und das hätte ja durchaus gut klappen können. Das weiß ich gar nicht, wie. Ich frage mich immer, wie die Mädels das alles so reinbekommen. Ich stehe immer vor diesen kleinen Kartons und denke mir, ach, das habe ich daraus jetzt alles rausgenommen. Das ist echt spannend. Mädels, ihr seid da, glaube ich, viel, viel begabter, als ich es irgendwie bin. Aber wir kriegen es irgendwie rein. Ja, ich würde sagen, wir kriegen es irgendwie rein. So, das ist dann die nächste Box. Ich weiß, also, wenn man das hier sehen würde, das ist echt irre. So, das sind die beiden Sachen. Dann haben wir einen riesen Puzzle drin. Und ich bin zwar ein Puzzlefreund und ich bin auch ein Disney-Fan, aber 1000 Teile schafft meine Geduld nicht. Also da brauche ich definitiv Unterstützung. Und das wäre jetzt tatsächlich auch kein Motiv, was ich mir irgendwie in die Wohnung oder so hängen würde. Zudem habe ich, glaube ich, noch 2000er Puzzle. Hier rumliegen die, ja eigentlich, ja, wie soll ich sagen, gepuzzelt werden müsste. Aber sehr coole Idee. Ich bin dann eher für die kleinen Puzzle zu haben. Was haben wir hier noch drin? Leute, ich nimmt kein Ende. Das ist echt verrückt. Was kommt denn aus dieser Tüte alles raus? Schokolade löst keine Probleme, aber das tut ein Apfel ja auch nicht. Finde ich sehr cool von der Prinzessin Trillilü. Hat sie absolut recht. Dann Fun and in the Sun.
Ist das eine Karte? Oh, sind das selbstgemachte Karten? Macht von euch jemand Karten selbst? Schutzengelküsschen to go. Ach, das ist schön. Ah, das gehört zu Mal- und Bastelvorlagen Kalea Book. Aha. Heute ist mein Glückstag. Auch richtig schön. Büchergilde, Weltempfänger. Also jetzt oder nie. Dann haben wir hier vom Impress Verlag. Dann haben wir einen halbnackten Mann. Ach, das ist Daniel Craig. Aha, James Bond, ne? Okay. Wer stiehlt allen die Show? Dann so ein paar Buchkarten. Von Elvira Zeisler. Oh, da habe ich tatsächlich auch mal, und auch Eowyn, da habe ich tatsächlich früher auch mal 3-4 Bücher von der Autorin gelesen. Aber die neueren tatsächlich nicht mehr. Die Menschen brauchen mehr Liebesgeschichten. Da ist was dran. Und ach, wie schön. Das ist die Karte zu meinem Büchlein. Ich glaube, da darf die Karte einfach direkt auch bleiben. Dann haben wir hier noch eine schöne, so ein bisschen auf alt gemachte Karte. Und irgendwie einen Kalender von 23. Ich würde das mal wegpacken. Ich glaube, ja. Aber was hat mir hier noch so gut gefallen? Fun in the Sun. Ich glaube, ich finde das schön. Ich glaube, das darf auch bleiben. Ich habe hier gerade ein Stapelproblem. Mädels, ihr seid total crazy. Also vor allem, wie ihr das alles überall reinbekommt. Ich bin hier eigentlich überfordert und frage mich, wie das alle anderen gemacht haben. Vielleicht sollte ich mal zugucken, wie die Leute das so einpacken. Mädels, das nächste Mal will ich ein Einpackvideo, wie ihr das so hinbekommt. Und dann werden hier vermutlich auch noch ein paar Postkarten und sowas drin sein und Lesezeichen. Wenn Plan A mal nicht funktioniert, hat das Alphabet noch 25 weitere Buchstaben. Finde ich gut. Und dann Moin Moin, auch sehr cool. Ja, aber das sind echt so Dinge, da muss einem echt was anspringen, dass man das sich dann auch einfach so in die Wohnung irgendwie hängt oder auch verschenkt. Oder ja, und ich glaube, das war's jetzt. Es ist echt irre, was aus diesem Paket rausgekommen ist. Und ich bin total überfordert. So, ich gehe jetzt mal in mich, werde das mit den Seifen nachfragen und werde mal meinen Vielleichtstapel anschauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch, was rauskommt. Und mal gucken, ob ich euch zeige, was reinkommt oder ob ich das vielleicht im Geheimen lasse, damit alle Nachfolgenden auch ein bisschen überrascht sind. Ich glaube, alle anderen zeigen auch nur immer bedingt, was sie reinpacken. Ein Wahnsinnspaket, muss ich echt sagen. Also, Mädels, da habt ihr euch selbst übertroffen. Und ich gehe jetzt mal in mich und atme mal tief durch und trinke was. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 2 Tage später möchte ich euch jetzt auch meine Ausbeute zeigen. Ja, es kam an dem Abend tatsächlich überraschender Besuch. Und gestern bin ich nicht so zum Drehen gekommen, aber heute möchte ich dann auch die Sachen endlich verräumen, die ich mir rausgesucht habe und dann natürlich auch das Paket fertig machen, damit es Montag oder Dienstag auch wieder unterwegs ist. Ja, ich habe mir 2 Bücher rausgenommen, die hatte ich euch auch schon gezeigt, die waren auf dem Vielleichtstapel. Triumph der himmelblauen Nacht, ich freue mich wirklich sehr und auch passend dazu, ich hoffe, ich habe die Karte jetzt hier reingepackt. Da war nämlich eine Postkarte. Wo habe ich die hin? Die liegt hier. Passend dazu dann auch direkt die Postkarte, weil ich es wirklich super schön finde. Und ich sehe sogar, ist sogar signiert. Das ist natürlich toll. Also finde ich richtig cool. Freue ich mich drauf. Und dann natürlich auch Drachen dürfen bleiben. Funkenmagie von Liane Maas. Es klingt in den Rezensionen doch ein bisschen jugendlicher, aber ich störe mich da mal nicht dran. Ich probiere es aus, denn Drachen gehen für mich ja immer. Und gerade auch in diesem und auch schon letztes Jahr haben mich Drachen ja schon sehr begeistern können. Dann dürfen bleiben die beiden Kakteen. ich finde die einfach mega. Also ich habe so elektronische Teelichter, die werden hier reinkommen oder vielleicht auch, es gibt ja so ganz dünne, zarte Lichterketten. Ich glaube, das könnte ich mir auch schön vorstellen, dann irgendwie auf der Terrasse, auf dem Balkon oder dann, jetzt ist natürlich eher Sommer als dann was für Herbst, Winter, aber das durfte bleiben, die finde ich richtig, richtig schön. Auch bleiben durfte 2 Düfte. Der Bambi-Duft darf bleiben und auch der Rendezvous-Duft darf hier bleiben, freue ich mich sehr. Auch eine Handseife, die ich ja in Erfahrung gebracht habe, dass die liebe Esther die selbst macht und die auch vegan sind. Und
Ich finde die einfach vom Duft so schön. Die darf auf jeden Fall bleiben, da freue ich mich sehr. Auch diese Fun and Sun Karte. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht hänge ich sie mir auch einfach an die Wand. Ich finde die einfach so süß und Snoopy sieht einfach so entspannt und cool aus. Da freue ich mich auch sehr. Die kleine Edelsteinkatze darf ebenfalls bleiben, bekommt einen kleinen schönen Ort bei mir. Dann der Pflanzengießer, ich habe ihn aus dem Karton schon raus, darf bleiben, wird sich in meiner Monstera erstmal hoffentlich dann wohlfühlen und die auch mit Wasser versorgen. Dann dürfen zwei Tees bleiben, die ich mal ausprobiere. Und dann habe ich mir auch die gute Beete-Suppe rausgenommen. Ich bin sehr gespannt. Also mir ist das von Gefro noch gar nicht aufgefallen, dass sie so Tassensuppen haben. Und wenn die gut schmeckt, ist das ja wirklich was für den Herbst-Winter, einfach für eine Mittagspause, damit man sich so ein bisschen aufwärmen kann. Finde ich eine schöne Idee. Dann auch die coole Lunchbox darf bleiben, wo ja im Moment gebraucht hat, herauszufinden, wie man sie öffnet. Aber gut, na, aller gut Dinge will ja bekanntlich Weile haben. Ich finde das wirklich cool, dass man hier eine größere Fläche hat und dann eben hier so eine kleinere mit zwei, wo man einfach vielleicht die Gurken, die Tomaten oder wie auch immer, das finde ich richtig praktisch, richtig schön und ich mag einfach hier das Faultier. Richtig cool, freue ich mich drauf. Ja, und dann dürfen noch die beiden Düfte bleiben. Zum einmal Coconut Blush. Weil ich den Duft, ich habe das zweimal an mir jetzt zwei Tage gesprüht und ich muss sagen, ich finde den echt toll. Mir gefällt der so gut. Das ist so ein Body Mist und ich überlege, ob das vielleicht mein Urlaubsduft wird, dass ich den einfach mitnehme. Da kann ich viel kaputt gehen, weil ja Plastik und ich glaube, das so in Verbindung, also ich finde, bei mir ist das sehr oft so, dass ich im Urlaub tatsächlich nur einen Duft dabei habe und mit diesem Duft dann diesen Urlaub assoziiere. Und im letzten Ägyptenurlaub letztes Jahr war es zum Beispiel von Playboy auch so ein Body Mist, den meine Begleitung dabei hatte und wir uns jeden Abend damit eingesprüht haben und ich den auch zu Hause habe. Und ich finde, das Düfte sehr viel, ähnlich wie auch Musik, sehr viel Erinnerung wachrütteln können. Und ich glaube, mit dem Duft könnte ich mir meinen nächsten Urlaub in Erinnerung ganz gut vorstellen. Und auch der kleine Raumduft von Rituals darf bleiben. Finde ich total süß und riecht auch super lecker. Und der darf in mein Bad wandern und ich glaube, da ist der gut aufgehoben. Ja, das ist soweit alles, was bleiben darf und ich bin wirklich überwältigt von diesem Paket und ich mache es diesmal auch spannend und zeige nicht, was ich eingepackt habe. Ich habe ein paar Bücher aufgefüllt, ich habe ein bisschen was von einem Hörbuch, ich habe, was habe ich noch so ein bisschen eingepackt, auch Düfteliges habe ich ein bisschen reingelegt und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Paket sich jetzt dann wieder entwickeln wird, bis wir es das nächste Mal sehen, denn Susanne postet in der Regel nur in Anführungszeichen, einen Instagram-Post, wo man ja dann gar nicht sieht, was hineingepackt wird. Und ich glaube, die nächste ist dann Sophie oder Lisa, wo es dann weitergeht, glaube ich. Und da bin ich dann gespannt, wie sich das schon so ein bisschen entwickelt hat. Aber wirklich toll, ein wahnsinnig geiles Paket. Man kann es gar nicht anders ausdrücken. Ich bin super happy, in dieser Runde zu sein und finde es richtig schön, was so bei mir eingezogen ist. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch Spaß mit dem Unpacking. Verpasst es nicht, bei den Mädels mal vorbeizuschauen. Lasst liebe Grüße da und vielleicht auch bei einem Abo bei der einen oder anderen. Das würde die Mädels auf jeden Fall auch freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.